Oh, oh, wow, endlich. Oh Mann, Schule ist aus. Das war ja mal echt die langweiligste Stunde aller Zeiten, ne? Mann, ich schwöre, ich habe mich richtig gelangweilt. Oh ja, der Lehrer hat mich so genervt heute. Endlich haben wir Schule aus, wir können nach Hause gehen. Oh ja, und ihr glaubt gar nicht, Freunde, heute ist einfach so ein cooles Wetter draußen, yippie. Oh. Oh. Wollen wir ins Schwimmbad gehen vielleicht, oder? Nein, stopp mal. Ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken. Ich wollte dich auch fragen, ob wir ins Schwimmbad gehen wollen. Yippie! Los geht's! Boah, ich meine, guckt euch mal dieses Supi-Dupi-Wetter an. Siehst du das? Boah, es scheint die Sonne. Es sind locker 30 Grad draußen, ne? Oh ja, hast du schon Sonnencreme drauf? Ich schon, sonst bekomme ich direkt einen Sonnenbrand wieder. Ja, also ich glaube, so viel Sonnenbrand kannst du nicht bekommen, so rot wie du bist. Hey, hör auf, mich auszulachen. Och. Oh nein, das war doch nur Spaß, Mann. Lass uns losgehen. Ich habe richtig Lust, ins Schwimmbad zu gehen. Leute, wenn ihr auch gerne ins Schwimmbad geht, dann lasst mal ein Like da. Und wenn ihr gern ins Freibad geht, lasst ein Abo da. Also ich finde beides cool, aber im Sommer ist Freibad auf jeden Fall viel cooler. Da kann man nämlich vom Turm springen. Yippie! Komm schon, das Freibad ist gleich da hinten. Wir sind gleich da. Komm schon, nicht mehr weit, nicht mehr aber weit. Warte mal. Sind Lumi, endlich. Das Schwimmbad ist nicht da hinten, oder? Mein großer Bruder hat mir erzählt, dort hinten soll so ein komischer Clown, so ein gemeiner Clown rumlaufen. Warte mal, stopp. Nein. Du fängst nicht wieder mit deinen dummen Geschichten an. Es gibt keine Clowns. Wir wollten nur ins Schwimmbad gehen, Mann. Jetzt fang nicht wieder damit an. Doch, da hinten soll es so einen gemeinen Horrorclown geben. Da gehe ich auf keinen Fall hin. Ins Hallenbad vielleicht, aber nicht in dieses Freibad da hinten. Hä? Seit wann soll es hier denn Horrorclowns geben? Was erzählst du da schon wieder? Ach, denkst du, mein Bruder lügt mich an? Der wird mich niemals anlügen. Hier gibt's auf jeden Fall einen Horrorclown. Da hinten gehe ich nicht lang. Das kannst du für mich alleine machen. Manu, ja, weißt du was, Daniel? Du wirst schon sehen. Ich gehe jetzt alleine ins Freibad und es wird kein Clown kommen. Das wirst du schon sehen. Wir sehen mach's uns. Mach's lieber nicht. Ach, Mann. Oh Mann, was ein Langweiler. Ach, wisst ihr was? Wenn ich alleine bin, dann gehe ich doch nicht ins Freibad. Das ist voll langweilig. Aber wahrscheinlich gibt's Horrorclowns. Das war vor 10 Jahren oder so, als es die Clowns gab, die böse Sachen gemacht haben. Ach Mann. Immer diese Geschichten hier mit diesen Clowns und so. Langsam wird das echt ein bisschen nervig. Aber egal, wisst ihr was? Ich muss sowieso nach Hausaufgaben machen. Ich gehe jetzt einfach hoch in mein Zimmer und mache meine Hausaufgaben. Wir müssen bis morgen einen 3-seitigen Aufsatz in Deutsch schreiben. Manno! Egal, ich mach das eben. Okay, ich bin jetzt oben und ich schreibe jetzt schon das 5. Mal den Aufsatz neu, weil jedes Mal verschreibe ich mich. Es ist schon voll dunkel draußen. Mann, ich bin nicht so gut im Schreiben. Ihr müsst mir helfen. Wir sollen uns irgendeine Geschichte ausdenken. Was könnten wir uns denn ausdenken? Ha, ich mache eine Geschichte über einen Clown. Und zwar schreiben wir, es war einmal ein Horror-Clown. So. Aber hab ich mich verschrieben, Freunde? Oh, ich bin nicht so gut in Deutsch. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann müsste ich jetzt alle ein Like da lassen, damit ich sehe, ich habe was falsch gemacht. Ich schreibe weiter. Es war mal ein Clown, der wohnte in einem McDonald's. McDo. Wird das so geschrieben? Der wohne in einem McDonald's. Und Ende. Ja, das passt schon. Ich krieg bestimmt eine 1. Yippie. Okay, dann packe ich das schon mal hier in meinen Schrank rein, damit ich den Aufsatz morgen nicht vergesse. Ich würde sagen, ich leg mich jetzt mal auf. Was zur Hölle war das? Habt ihr das auch gehört, dass das klang wie, als hätte jemand was in meine Fensterscheibe eingeworfen. Hallo? Wenn das irgendein Klassenkamerad von mir ist, der einen dummen Streich spielt, das ist nicht lustig. Mal nicht so runtergehen und mir das anschauen. Ich habe echt Angst. Was ist, wenn das... Wenn das wirklich ein Clown war. Aber nein, es gibt keine Clowns. Bestimmt nur irgendein dummer Streich von einem meiner Freunde. Seht ihr? Alles in Ordnung. Was ist das denn? Das ist ein Stein.
Oh, meine Fensterscheibe ist kaputt. Jemand hat ein Stein durch mein Fenster geworfen. Oh, das war bestimmt mein Freund. Der will mir Angst einjagen wegen... Es gibt Horrorclowns. Weißt du was, du kannst mich mal. Es gibt nämlich keine Clowns. Und du wirst mir... was zur... was ist das denn? Ein Clown. Hilfe! Oh, Papi, Mami, ein Clown. Freunde, hab nur ich das gesehen oder habt ihr das auch gesehen? Da war wirklich ein Horrorclown. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er sogar eine Axt gehabt. Eine richtig spitze Axt. Oh. Papa, Lumi hat keine Angst vor Clowns. Bestimmt hat sich irgendeiner meiner Freunde in einen Clown verkleidet, um mich zu erschrecken. Er hat sich genau hinter diesem Baum versteckt. Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle... Das ist nur ein dummer Streich. Ich werde euch fertig machen. Hallo? Wo ist der Clown hin? Ich würde aber gerade noch hier. Ich habe ihn genau gesehen, genau vor meinen Füßen, genau da. Aber da ist kein Clown mehr. Oh, Mano. Jetzt macht mir das langsam wirklich ein bisschen Angst. Okay. Vielleicht sollte ich doch lieber ins Haus gehen. Renn um dein Leben. Oh nein. Das gibt's nicht. Einfach ein Horrorclown hat einen Stein in mein Haus reingeworfen. Nein. Warte mal, warum klingelt denn jetzt mein Telefon? Wer zur Hölle ruft mich denn? Oh nein, mein Sitzbanknachbar ruft mich an. Bestimmt wir jetzt wieder von unseren dummen Clowns-Geschichten erzählen. Egal, wisst ihr was? Ich gehe einfach ran. Es wird schon nichts passieren. Hallo? Wer ist da? Lumi, ich bin's. Was willst du? Du willst dich nur lustig machen? Ich weiß ganz genau, dass du das warst. Ich bin nicht dumm, du hast dich als Clown verkleidet, du Blödmann. Wie bitte? Ich hab mich doch nicht als Clown verkleidet. Ich brauche deine Hilfe, du musst unbedingt zum Freibad kommen. Mein Bruder wurde... entführt. Zum Freibad? Warte, was für Freibad? Du meintest vorhin noch, du willst nicht zum Freibad, weil du Angst hast. Warum soll ich jetzt zum Freibad kommen? Ja, ich bin dann doch gegangen und dann ist was passiert. Du glaubst es nicht, mein Bruder wurde entführt von einem Clown. Was redest du? Okay, ich mach mich auf den Weg. Bis gleich. Das gibt's doch nicht. Auf einmal war er doch im Freibad mit seinem kleinen Bruder, der jetzt angeblich von einem Clown entführt wurde. Das ist bestimmt eine Falle. Egal, ich werde mir das anschauen gehen. Komm schon, Lumi, du musst schneller laufen. Lauf schneller. Das Freibad, das ist gleich da hinten. Ich bin ja gespannt, welchen dummen Witz er sich diesmal einfallen lässt. Ich kann nicht mehr. Laufen ist so anstrengend. Komm schon. Da ist er ja. Also dafür, dass er gerade so Angst hatte, sitzt er aber ganz schön gemütlich da. Oh, wisst ihr was? Ich werde ihn erschrecken von hinten. Wir schleichen uns an. Oh, das wird richtig lustig. Da kann man es erleben. Oh, ganz langsam. 3, 2, 1. Buh! Was? Mein Herz, was soll das, Lumi? Du hast mich so erschrocken. Ja, was denn? Du wolltest, dass ich zu dir komme, du Blödmann. Jetzt bin ich hier. Was willst du? Ja, mein Bruder, du kennst ihn doch. Er wurde vorhin entführt von einem Clown. Was ist mit deinem Bruder? Was für entführt? Was redest du da? Nein, wirklich. Komm mal mit. Hier hinten ist so eine Spur. Da ist der Clown hingegangen, aber ich traue mich nicht alleine dahin zu gehen. Warte, stopp. Willst du mir sagen, dass hier etwa auch ein Clown war? Ja, das war so ein kleiner. Der hatte so eine... War das eine Axt oder irgendwas in der Hand? Keine Ahnung, Mann. Aber wartet. Das geht nicht. Der Clown war doch auch bei mir. Der kann auch nicht gleichzeitig hier gewesen sein. Warte mal. Wann genau soll das gewesen sein, ha? Oh, das war vor 2 Minuten. Das ist nicht, als ich dich angerufen habe. Das gibt's nicht. Eigentlich kann das gar nicht sein, Freunde. Okay, und was genau willst du mir jetzt zeigen? Wo willst du langlaufen? Komm schon mit. Stell dich nicht so an. Ich brauche deine Hilfe, Lumi. Komm mit. Er hat hier hinten so eine Spur gelassen, dieser Clown. Oh, Mann. Was für eine Spur? Was redest du? Schau es dir doch selbst an, wenn du mir nicht glaubst. Warte mal. Ich glaube, hier rechts, hier. Denkst du, ich baue sowas aus Spaß hier hin? Warte mal. Hier ist ja wirklich eine Spur. Die führt da mitten in den Wald rein. Jetzt beruhig dich, hör auf zu weinen, das wird schon... Ich will meinen Bruder zurückhaben. Ja, wir finden deinen Bruder. Willst du jetzt wirklich in den Wald reinlaufen oder was schlägst du vor? Also, du hast eine Fackel. Willst du vorgehen? Ja, gut. Geh du vor. Wie du...
Warte mal, was ist das hier auf dem Boden? Boah, das stinkt. Boah. Das, oh nicht, dass das etwa Blut ist, Freunde. Was ist das? Da ist das? Noch mehr Blut und da ist ein Skelettkopf. Bleib stehen, Lubi, wir müssen da entlang gehen. Komm schon. Bist du lebensmüde? Da ist überall Blut und Skelettköpfe. Das ist doch Selbstmord. Wir müssen das tun. Komm schon, Lumi, du bist der Stärkere von uns beiden. Na gut, wie du willst. Oh, also so ganz geheuer ist mir das nicht. Das ganze Laub ist voller Blut. Guckt euch das an. Und das Gras ist auch blutig. Hier geht irgendwie ein Weg entlang. Irgendjemand will uns ein Zeichen geben. Oh, wir folgen dem Weg weiter. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie weit sollen wir denn noch laufen? Hier gibt's kein Ende. Der Weg hier geht ins Unendliche. Das hört gar nicht mehr auf. Ach, er muss da hinten sein. Glaub mir, Lumi, der wurde wirklich entführt von einem Clown. Oh, ja, anscheinend scheint wirklich was an dieser Clowns-Geschichte dran zu sein. Oh, ich hätte dir glauben sollen. Es tut mir so leid. Habe ich dir doch gesagt. Aber egal, wir müssen jetzt erstmal meinen Bruder retten. Das ist die erste Sache, die wir machen müssen. Okay, wir folgen einfach immer weiter dem Weg. Warte mal, was zur Hölle? Da hinten ist irgendein Gebäude, siehst du das? Was ist das? Das habe ich noch... Ist das neu? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe hier auch noch nie ein Haus gesehen mitten im Wald. Vielleicht ist das der richtige Weg. Schau mal, die Spuren hier, die führen genau zu diesem Haus da hinten. Wir sind auf dem richtigen Weg, komm schon. Oh, komm schon, wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen immer nur unserer Nase folgen, Freunde. Wir werden den kleinen Bruder schon noch finden. Komm schon, das Gebäude ist gleich da hinten. Renn ein bisschen schneller, komm schon, beeile dich. Komm schon, ich bin doch hinter dir. Okay, ich bin echt gespannt, was da auf uns wartet. Was machen wir? Was machen wir, wenn der Clown da ist und uns dann auch mitnimmt? Das wird nicht passieren. Alles gut, das passiert schon nicht. Na gut, Wie du. Warte mal, sehe ich das? Warte mal, Freunde, sehe ich das richtig? Ist das etwa... Warte. Guck dir das mal genauer an. Ist das... Das ist ein McDonald's. Boah, wie cool. Ich habe voll Lust auf einen Burger irgendwie. Nein. Das ist nicht das McDonald's, an was du denkst. Ich meine... Guck dir das mal an. Also für mich sieht das McDonald's nicht mehr so aus, als würde da jemand drin arbeiten. Das ist, glaube ich, ein verlassenes McDonald's. Boah, ich glaube leider auch, obwohl ich so gern Lust auf ein Happy Meal hätte. Aber das Warte mal, nicht. Nein. Hier wird kein Happy Meal gegessen. Wir sind hier, um deinen kleinen Bruder zu retten. Schon vergessen, ne? Ja, du hast ja recht. Komm, dann lass uns losgehen, Lumi. Komm schon. Bist du dir sicher, dass wir in das McDonald's gehen wollen? Ich meine, was arbeitet denn in einem McDonald's? Ein McDonald's, klar. Nein, das tut er nicht. Ich glaub schon. Was ist, wenn der Clown wirklich hier arbeitet, Freunde? Wir werden es nicht rausfinden. Es sei denn, wir gehen in das McDonald's rein. Wir haben keine andere Wahl, wenn wir deinen kleinen Bruder retten wollen. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Komm schon, aber siehst du was von hier außen? Es ist so dunkel da drin. Da drin scheint es wirklich echt dunkel zu sein. Oh Mann, ich habe richtig Angst, da reinzugehen. Einfach ein verlassenes McDonald's mitten hier im Wald. Da kann was nicht stimmen. Och Mann, ich weiß ja nicht. Aber du gehst vor, Lumi. Du gehst vor. Warum soll ich denn immer vorgehen? Du hast eine Fackel in der Hand. Deswegen. Okay, wir werden dich schon finden, kleiner Bruder. Und an den Clown, falls du da drin sein solltest, wir haben keine Angst vor dir, stimmt's? Wir haben keine Angst. Wir haben auch Schwerter dabei, wenn du kämpfen möchtest. wir haben keine Schwerter dabei. Ja, ich weiß, aber er muss ja auch vor uns Angst haben. Weißt du, das ist schlau. Okay. Ja, gut, dann lass uns reingehen. Ich bin hinter dir. Du bleibst schön dicht hinter mir, okay? Natürlich, komm schon. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Was war das? Hallo? Hallo? Irgendwas ist... Hat geknallt. Nein, wartet. Nein. Die Türen. Nein. Warum sind auf einmal die Türen zu? Hallo, lass mich raus. Und warum ist hier auf einmal so dunkel? Ich sehe auf einmal gar nichts mehr. Hallo. Wo ist mein Freund? Hallo. Nein. Ich darf jetzt nicht alleine McDonald's eingesperrt. Wartet. Habt ihr das auch gehört? Das klang wie ein Horrorclown. Hallo?
Ist hier jemand? Ich sehe nichts. Ich höre Schritte und da hat wieder irgendjemand so ein komisches Geräusch gemacht. Hallo? Hallo? Oh Mann, ich hab Angst. Ich mag's nicht alleine, mein McDonald's. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss hier raus. Habt ihr das auch gesehen? Da war ein Clown. Das war genau der gleiche, der auch vor meinem Haus stand. Der hatte auch diese Axt in der Hand. Ich hab's ganz genau gesehen. Nein, hört ihr wieder das Geräusch? Er ist am Lachen. Ich höre ihn. Du böser Clown. Gib uns den kleinen Bruder wieder her. Außerdem habe ich ein Schwert dabei. Du kannst mir gar nichts. Er hat nur wieder gelacht. Was zur Hölle geht hier vor sich? Er ist genau da. Warte, wir müssen ihn austricksen. Tschüss. Freunde, komm. Renn. Wir müssen irgendwie raus hier. Da geht's nach oben. Schnell, ab nach oben. Wir müssen den kleinen Bruder hier rausholen. Irgendwo hier muss er sein. Hört ihr die Geräusche? Ich glaube, er verfolgt mich. Ich bin einfach ganz allein in einem McDonald's mitten in der Nacht. Und das McDonald's scheint echt leer zu sein. Ich sehe hier weit und breit gar nichts. Und irgendwo hinter mir ist ein böser Horrorclown mit einer Axt. Hallo, kleiner Bruder, wenn du hier bist, solltest du langsam mal was sagen, weil ich bin hier, um dir zu helfen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sag irgendwas. Ich höre ihn nicht. Hallo, bist du vielleicht hier drin? Ich glaube, hier ist das Klo, Freunde. Ich höre Schritte. Hallo? Der Clown! Wir müssen uns auf der Toilette verstecken, Freunde, schnell! Oh. Er kommt rein. Ganz leise. Wir müssen das Licht ausmachen. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht da, Freunde. Ich glaube, er ist direkt hier im Raum. Ich glaube, er ist raus. Die Luft ist rein, Freunde. War das knapp. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Freund ist weg. Sein kleiner Bruder ist weg. An allem ist der Cloud schuld. Er hat sie alle entführt. Und er gibt die ganze Zeit so komische Geräusche von sich. Das macht mir Angst. Wir müssen weiter gucken. Wir dürfen nicht aufgeben. Aua! Er hat mich mit seiner Axt getroffen. Aua, das hat wehgetan, Freunde. Ich glaube, ich halte das nicht mehr länger aus. Hallo, Freunde. Ich glaube, der Clown ist direkt bei mir. Er ist direkt da vorne. Clown, was willst du von mir? Ich habe jetzt schon zwei Verletzungen. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich glaube, wenn er so weitermacht, war es das mit uns. Ich kann auch gar nicht mehr schnell laufen. Ich muss den Ausgang vom McDonald's finden. Ich muss hier raus. Da war die Tür, genau da vorne. Clown, nein. Wir können über...